Am wunderschönen Tag, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich sitze hier mit dem absolut geilen Typen, mit Eugen. Ich freue mich auf dieses Video, besonders halt auch wegen diesem schicken Award hier. Wir sind hier in Nürnberg, wir sind extra nach Nürnberg gekommen, machen uns heute noch einen entspannten Abend. Erstmal Eugen, geil, dass du am Start bist. Ja, Mann. Ich freue mich. Das muss klatschen jetzt. Wollen wir das klatschen? Sollen wir nochmal machen? Oh, der war gut. Jetzt machen wir den hier noch. Erzähl doch mal sehr gerne. Wer bist du? Was machst du? Du warst zwar schon ein paar Mal auf dem Channel, ja, aber vielleicht nochmal offiziell. Natürlich sehr gerne. Also ich bin der Eugen Riedl. Ja, ich bin 27 Jahre jung, werde jetzt demnächst 28. Und ja, was mache ich? Wir machen das Thema sehr verstärkt Branding. Ja, wir haben ein Hybrid zwischen Beratung und, sage ich mal, insgesamt Dienstleistung. Das heißt, dass wir uns wirklich auch mit den Teilnehmern auch zusammensetzen. Ja, und diverse, sage ich mal, kreative Sachen, die es gibt, zusammen auch aufbauen. Na, dann natürlich das Thema, sage ich mal, auch Sales. Das heißt, Sales ist natürlich auch wichtig. Ohne Verkauf kein Unternehmensaufbau. Und jawohl. Genau. Ja, das ist ein bisschen sehr, sehr geil. Ich habe auf dem Weg hierhin überlegt, wann wir die erste Zusammenarbeit gestartet haben. Und es müssten so, also müssten fast schon 2 Jahre sein, oder? Es sind genau 2 Jahre. Es sind genau Start 2 Jahre. Heute. Ja, okay. Also ich hatte fast gedacht, wir sind schon drüber. Also wir kannten uns vorher eigentlich auch schon. Ja, so also 2, 3 Monate oder länger. Wahrscheinlich sogar ja, so 2,5 Jahre und so circa seit 2 Jahren arbeiten wir zusammen. Der Award hier ist für 100.000 Euro. Den hat Eugen, die 100.000 Euro hat Eugen aber auch schon letztes Jahr erreicht. Das ist ein bisschen ein Nachzügler, das muss man dazu ja, erwähnen, auf jeden Fall. Das stimmt. Außerdem gab es noch einen zweiten Award. Und das ist der Weiße bei uns für 25.000 Euro. Sehr, sehr geil. Ich stelle mal lieber hier hin, wir haben es gerade schon probiert. Und der fällt sonst runter. Erzähl doch mal, vielleicht kannst du so ein bisschen einmal so ein bisschen von der Journey so erzählen. Vielleicht hast du, ja, was waren so vielleicht so damals jetzt, vielleicht damals schon Hauptgründe, warum hast du die Zusammenarbeit mit uns gestartet? Ja. Also bei mir ist es so gewesen, auf Instagram gab es ja verschiedene Coaches, es gibt verschiedene Mentoren, verschiedene Leute, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich wollte irgendwie mit gar keinem zusammenarbeiten. Und zu dem Zeitpunkt war doch ein anderer sympathisch, ja, damals. Habe ich damals ein Coaching bei ihm gestartet, das war auch, sage ich mal, damals ein bisschen niedrigpreisiger. Und ja, war ganz guter Erfolg, ja, mit ganz gut meine ich auch, ich habe leider nicht mal fünfstellig erreicht, in dem Sinne, ne. Aber wir haben so roundabout 5.000 Euro, glaube ich, so erreicht, ne. So, das war so ein bisschen im Aufbau, sage ich mal. Ja. Das heißt, so ein bisschen die Positionierung, wo ein bisschen gefunden, Social Media wurde geholfen, Lead-Generierung sehr stark gelernt und dann aber so Sales-Prozess. Dann da hat alles so ein bisschen gefehlt, diese Organisation, Struktur, unternehmerische Grundlagen, Fundament. Also sehr viele Sachen, so, die man ja, so eigentlich machen müsste und können müsste. Ja. Genau. Okay, und das war so Hauptgrund, wo du gemerkt hast, Sales war eine Herausforderung. Sales war auf jeden Fall damals eine Herausforderung, vor allem das Thema Lead-Generierung. Das habe ich ja damals ja auch gesagt in einem sag ich mal, Video. Ne? Lead-Generierung war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Bestand, sag ich mal, Standpunkt, wo man auch sagt, ey ja, Lead-Generierung muss funktionieren, weil ohne Kontakte, leere Kalender, Staub, Spinnnetze so, und dann hast du keinen Umsatz. Ne? Und ja, dann brauchst du Termine und am besten nicht nur Termine, sondern dass sie natürlich auch Qualifizierte sind. Oder auch weiß, okay, wenn ich jetzt diesen Preis abrufe, das funktioniert. Ja. Das war so ein sehr starker, sag ich mal, Standpunkt oder dieser Punkt, wo, sag ich mal, mir geholfen hat. Und dann natürlich die Preise, dass wir die Preise erhöht haben. Ja. Und natürlich auch nicht nur erhöht haben, sondern sie auch durchsetzen konnten. Ja. Ja, ja. Genau. Ich glaube, da sind wir auch so Stück für Stück immer weiter. Step by step. Ja. Kann man so genau sagen. Yes. Ich weiß noch, das, ich glaube, das nächste oder das erste Testimony, ich glaube, das war Titel, ich glaube, ich habe es letztens sogar noch gesehen, von 5.000 zu 50.000 Euro ja, Auftragsvolumen. Auftragsvolumen, ja. Ja, so transparent sind wir. Was würdest du sagen, so von 5.000 zu 50.000 Euro, was waren da so, oder vielleicht auch jetzt so zu 100, jetzt auch drüber längst, was waren so Key-Learnings, wo du sagen würdest, okay, das war so auf jeden Fall mitgenommen, das wirst du auch jetzt immer mitnehmen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall das Thema sich mehr präsentieren. Das heißt, dass man auch seine Personal Brand dementsprechend auch größer aufbaut. Dass man sagt, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie, ja, nur im Profilbild zu sehen. Ja. Und dann ist nur so Content zu sehen in dem Sinne, ja, irgendwelche Grafiken oder sowas. Ja. Und dass man sagt, hey, ich zeige mich, ich baue Vertrauen auf. Na, ja. Das ist eine Personal Brand. Und zweiter Punkt ist natürlich, dass man sagt, ja, okay, wir haben wieder die Preise erhöht, die Positionierung noch spitzer gemacht und das Angebot halt verfeinert. Okay, das ist natürlich dieser Punkt, wo ich sagen muss, das hat mir immens geholfen. Geil. Und das dritte ist natürlich die Erfahrung. Die kann dir keiner nehmen. So, das ja, das ist richtig cool, weil dadurch, dass ich dich als Mentor, als Coach hatte, konnte ich eben diese Wege gehen und immer wieder Fragen stellen, obwohl diese Frage vor einem Jahr zum Beispiel gar nicht da war. So. Ja. Und dadurch konnte ich halt immer wieder sagen, yo, das finde ich gut, das finde ich cool und da konnte es mir halt immer wieder helfen. Ja. Geil. Und dann natürlich der Punkt, dass es eine engere Zusammenarbeit ist. Ne? Man wird nicht in einen Videokurs geschmissen, sondern es geht halt wirklich darum, dass du wirklich jemanden in die Hand nimmst, ne? Und dann Step by Step hier durch die Schritte begleitest.
Geil. Okay, heißt also, haben wir noch zusammengefasst, Preise erhöhen durch Personal Branding, also dadurch, dass du dich öfter zeigst, öfter präsentierst und gleichzeitig dadurch halt mehr Vertrauen aufbaust. Richtig. Dass du erstmal auch, und bevor wir zu Preise erhöhen kommen, natürlich das Angebot nochmal verbesserst. Mhm. Also die Kombination hat dazu geführt, dass du die Preise erhöhen konntest, dann im Sales die auch durchsetzen konntest. Ja. Und dann hast du gemerkt, der Umsatz steigt und läuft dadurch sehr geil. Richtig, richtig. Und vor allem das Thema Marketing ist, sage ich mal, ein sehr wichtiger Bestandpunkt, weil man ja einfach sagt, okay, Eugen, du hast doch Testimonials, du hast doch Kundenergebnisse. Ja. Ja. Du Idiot, warum machst du nicht jetzt Videos dazu, machst einen YouTube-Kanal auf und du postest. Ja. Kommst einfach so ganz kleine Tipps, die aber so eine große Hebelwirkung einfach haben, kommst einfach in dem Moment nicht drauf. Ja. Und dann denkst du, ey, das ist so simpel, warum komme ich nicht drauf? Und dann ist einfach so dieser jemand, der wie so ein Coach von oben, aufs Unternehmen, sage ich mal, runterschaut und sagt, Eugen, das kannst du verbessern, das kannst du verbessern, das kannst du verbessern. Ich sehe das auch bei meinem Kunden immer wieder, das ist wirklich so. Mhm. Ja, die arbeiten, die tun und dann, ja, ich komme nicht weiter. Und dann sagst du denen, hey, mach das so und so und auf einmal funktioniert es. Das ist einfach dieser Tunnelblick. Den wahrscheinlich jeder hat. Du hast halt immer eine Brille auf, ne? Du hast halt immer... Ja. Von einem eigenen Unternehmen hast du halt die Brille auf, wo du einfach nicht, siehst einfach immer nur so deinen Bereich. Und allein, dass du mit jemandem darüber sprichst und sagst, okay, so, da stehe ich jetzt gerade und das sind gerade meine Punkte, das hilft dir persönlich ja auch schon. So, aber allein, das ist auch unglaublich wichtig und das machst du ja auch mit deinen Kunden, dass man da halt einfach individuell drüber schaut. Also kann man fast schon garantieren, dass man vorankommt. Ja. Wenn man selbst schon mal einen gewissen Weg einfach gegangen ist und einfach halt einfach nur ein paar Jahre weiter einfach ist, so, dann sieht man halt einfach andere Themen. Und das glaube ich, das haben wir geil umgesetzt. Safe. Was würdest du sonst sagen? Gibt es sonst noch irgendwie Key Learnings, wo du sagen würdest? Ich würde sagen, ein Key-Learning war auf jeden Fall dieser Punkt Motivation versus Disziplin. Dass man sagt, hey, egal wie du dich fühlst, egal ob du motiviert bist oder nicht. Klar, mal einen Tag in der Woche, vor allem als hauptberuflicher Selbstständiger, okay, kann man vielleicht mal was weniger arbeiten oder sowas. Ne? Ja. Aber man versucht trotzdem dann, sage ich mal, diese Disziplin aufrechtzuerhalten und dann die notwendigen Sachen, die EPAs, Vertriebsaktivitäten eben, sage ich mal, zu machen, damit man dementsprechend auch dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wiederhole ich mich jetzt in dem dritten Video, aber da kann ich kurz so sagen, im Endeffekt ist der Gedanke, was wir heute Morgen hatten, das hatte ich dem Patrick auch schon gesagt, so eigentlich hat uns keiner gezwungen, heute hier nach Nürnberg zu ballern und eigentlich voll bescheuert. Ne? Also sozusagen. Also sehr geil. So, freue ich mich. Alles gut, nein, aber so, das ist halt genau das ist das halt, Selbstständigkeit, so die Disziplin darauf aufzubauen und sich ein bisschen selbst zu tyrannisieren, so, ja klar machst du das. Und das zahlt dann aufs große Ganze einfach auf. Oder nein, und das sind einfach kleine Themen, die ja dieses Große dann einfach ausmachen. Ja, sehe ich genauso. Und wenn du ein Unternehmen aufbaust, na, dann musst du halt manchmal vielleicht Schritte gehen, die man vielleicht nicht machen will, die aber notwendig, sage ich mal, sind. Ja, ja. Safe. Yes. Wir haben noch in der Zusammenarbeit gestartet, das war noch nebenberuflich, oder? Ja, safe. Heißt, seit wann bist du offiziell hauptberuflich selbstständig? Genau, sage ich mal, vor ein Jahr und 7 Monaten, glaube ich. Okay, anderthalb Jahre. Ja. Wie ist das für dich? Also, über komplett die Begleitung von nebenberuflich innen. Ja, und dann, ich weiß noch ganz genau, dass dann irgendwann so, ey Jonas, scheiße, ich habe gekündigt. Oder so. Aber auch früher, glaube ich, war es. Ich bin all in gegangen. Ja, genau, du hast gedacht, wir machen es dann und dann, irgendwie ein bisschen später, hattest du eigentlich gedacht und du warst eigentlich was früher gekündigt, oder? Ja, ich habe einfach früher den Stecker gezogen. Ja. Habe einfach gesagt, ey, geht mir alle auf den Sack. Ja, wirklich im Sinne des Wortes. Ja. Habe dann einfach gesagt, all in mit 2000, 1500 Euro auf dem Konto. Und das habe ich nicht empfohlen. Das stimmt. Ja. Das ist so, das hat der Jono mir nicht empfohlen. Es geht wirklich darum, dass ich so ein Kopf durch die Wand-Typ bin. Ja. Ja. Hast du, glaube ich, auch bemerkt. Und egal um was es geht, sage ich mal. Ne? Wie ist es für dich jetzt, sagen wir mal, so über anderthalb Jahre Selbstständigkeit? Ja. Wie ist so generell das Feeling? Wie war die Umstellung? Ja. Okay. Aber vielleicht am Anfang, wie die Umstellung so in die Selbstständigkeit war, weil für mich war es vielleicht so ein bisschen sogar noch so ein reibungsloser Übergang. Mhm. Bei mir war es nicht so ein, okay, fuck it, ich kündige jetzt und ich mache mich jetzt selbstständig. So, bei mir war es mehr so ein reibungslos, ich kam so ein bisschen in die Nische rein, in die Szene rein und dann
war es so der nächste logische Schritt einfach für mich. Mhm. Und hatte so ein bisschen, ich hatte zwar nicht mehr auf dem Konto als du da zu dem Start, das weißt du auch, ja. Aber ich wusste so, okay, ich habe so ein bisschen Rückenwind, so das, das passt schon. Aber für dich, wie war so generell so die Einstellung so? Ich würde einfach mal sagen, ich bin wie gesagt der Kopf durch die Wand-Typ. Ja. Und es war für mich so eine harte Zeit, aber die hat mich geformt, würde ich auch sagen. Ja. Okay. Weil ich hätte auch sagen können, okay, 3 Monaten, es läuft nicht so, wie es sein sollte. Vielleicht so roundabout 5.000 bis 10.000 aufwärts, wenn man verdient oder so. Und man sagt, hey, das läuft richtig gut. Na? Sondern dass man einfach auch sagt, okay, nee, egal wie es jetzt läuft, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur noch Plan A. Ja. Und gib ihm. Ja. Sei es einfach wirklich nur nach vorne. Und ja, und was ist dann noch passiert in den nächsten dann 3, 6, 9, 12 Monaten und darüber hinaus ist es natürlich 5-stellig explodiert. Ja. Und das war halt dann richtig cool. Und ja, und das Gefühl natürlich, eine eigene Selbstständigkeit zu haben, ist einfach, die hat keiner was zu sagen. Ja. Du kannst machen, was du willst. Geil. Das überträgt sich auch so ein bisschen auch aufs private Leben. Ne? Weil die hat wieder keiner was zu sagen. Ja. Ne? Irgendwo. Also bei mir ist das so. Ja, klar. Ne? Klar. Und man wird auch respektiert irgendwo auch. Ne? Das ist auch geil. Ne? Das heißt, man hat so eine Anerkennung, man versteht, man respektiert diesen Mann in dem Sinne, sagt man ja so. Und das ist, man hat auf einmal ein sehr großes Mitspracherecht, sage ich jetzt mal. No. Freunde zuhören, also das sind wirklich, das ist auch wirklich so. Das ist wirklich so. Es ist ja offensichtlich, dass wenn du halt selbstständig bist und du dich halt vorstellst und sagst, ja, ich bin seit 2 Jahren selbstständig und führe mein eigenes Unternehmen, ist natürlich, hast sofort überall erstmal ein gewisses Respektlevel, so, weil so das, und das macht mit einem natürlich auch was. Also würdest du schon sagen, du würdest nochmal all-in gehen und würdest nochmal die Selbstständigkeit machen? Oder würdest du jetzt sagen, nee, bleib lieber im Angestelltenverhältnis? Oh, da fragst du falsch. Nein. nee, bei mir ist es wirklich, wie gesagt, Kopf durch die Wand-Typ. Ja. All-in-Selbstständigkeit und am besten danach sofort Unternehmertum. Na, dass man auch so diesen nächsten Schritt natürlich auch geht. Na. Geil. Na, weil du einfach diese Freiheit genießen darfst, du darfst einfach eine eigene Verantwortung übernehmen und dann entscheidest du natürlich selber, was dein Geld ist und was halt nicht. Also vor allem Einkommen auch. Ne? Ja, ja. Selbstverständlich hat es auch finanzielle Vorteile. Safe. Wenn man es richtig macht, hat man auch steuerliche Vorteile und. Aber diese Nebenvorteile, dass du einfach dieses freie Entscheiden, du kannst tun und lassen in der Theorie erstmal, was du willst. Du kannst entscheiden, ob du nach Nürnberg fährst oder nicht. Du musst keinen fragen nach Urlaub oder ob du mal 3 Stunden früher nach Hause gehen kannst. Ja. So, das ist halt, das hat halt wirklich unglaublich viele Vorteile. Natürlich hast du ein bisschen auch Schattenseiten, in Anführungszeichen. Ne? So, wenn es halt nicht läuft, so, dann ist es halt nicht. Du bist geregelt und kannst dich trotzdem zurücklehnen und kannst halt mal einen Monat lang, wenn es dir nicht gut geht, halt auch mal nur einen Monat Halbgas auf der Arbeit geben. So, so wenn es halt mal, na, also es gibt unten steuerlich und so weiter, na klar, muss man sich da reinfuchsen. So. Aber Eugen bestätigt mir gerade nochmal, ich kann es nur empfehlen. Safe. Da dieses Risiko einzugehen. Und in Deutschland ist es halt auch nun mal so, so ein großes Risiko hast du halt auch nicht. Nee, wenn es schief geht, dann gehst du halt zurückarbeiten. Ja, so dann, wenn es halt schief geht oder wenn man es von vornherein macht, so, dann schaut man, dass man irgendwie, wenn man sehr Sicherheitstyp ist, so, dann gibt es auch Möglichkeiten und Förderungen und Hilfe und hier links und rechts, so, also das geht alles. Und ganz ehrlich, das Risiko ist sehr, sehr gering. Hier in Deutschland. Ja. Du hast einen sehr weichen Fall hier in Deutschland. Absolut. Und dann würde ich schon fast sagen, dass das Risiko höher ist, es nicht zu probieren. Du wirst am Ende mehr bereuen, wenn du es nicht probierst. Ja. Ja. So, und was, so ist es. Auch wenn man vielleicht einen okayen Job hat, so, was ist halt, ne, gerade jetzt, du probierst es 2 Jahre, dann lief es vielleicht, du machst nur 50.000 Euro im Jahr oder lass es 30.000 Euro zweimal im Jahr sein, verdienst fast genauso viel, dann kommst du von mir aus, wenn du sagst, ey, das ist es absolut nicht, dann gehst du zu deinem alten Job und sagst, ey, ich habe 2 Jahre lang hier selbst dies, das, jenes gemacht, habe Akquise gemacht, habe Marketing gemacht, habe selber Kunden betreut, habe alles selbst picobello umgesetzt, nur ich merke einfach, ich finde im Team und hier bei euch, fand ich es schöner. Ja. Der nimmt dich ja mit Kusshand wieder. Ja, natürlich, weil du halt einfach mega Erfahrungswerte mitnimmst. Ja, natürlich. Naja, du hast nicht irgendwie Umsatz fürs Unternehmen irgendwo reingebracht, sondern wenn du ja selbstständig dich machst und du dein eigenes Offer verkaufst, dann lernst du menschliche Psychologie, wie Menschen ticken, wie Verkauf funktioniert, wie in Marketingpsychologie. Also es ist einfach Wahnsinn. Und dann lernst du über dich sehr viel, ne? Disziplin,
ja. Aufbau. Ja? Bist du motiviert, bist du nicht motiviert? Musst du ja. beim Arbeitgeber auch performen. Ja, ja natürlich. Sagt ja auch klar. keiner irgendwie, ja du, kein Thema. Passt schon, dass du da bist. Passt schon, dass du da bist. Schön, dass du die Tabelle ausgefüllt ja, hast. Super. Ja, super. Das ist halt das. Genau so ist es. Ja. Yes. Heißt, du bringst halt auch in den Arbeitsmarkt so unglaublich viele Vorteile mit. Ja. Bringst halt so viele Werte für dich halt auch mit. So, das ist halt, wenn ich jetzt sagen würde, ich war jetzt fast sechs Jahre selbstständig. So, ich habe so und so viel Umsatz selbst gemacht, ich habe so und so viele Kunden betreut, ich habe so und so viel dies und das und jenes gemacht. So. Ich würde ja lieber auch einen Selbstständigen nehmen, der 3 Jahre lang selbstständig war, mhm. als Mitarbeiter. Sagen, ja, so pass auf, dann gebe ich dir hier ein Umfeld und gebe dir ein System und eine Struktur, die funktioniert. Und bist safe erstmal, aber jetzt kannst du richtig Gas geben und gib dem vielleicht sogar noch Vorteile oder gib dem sogar vielleicht noch mal irgendwie ne, Möglichkeiten, links und rechts mehr noch mehr zu verdienen. So, deswegen allein das ist hier wirklich proaktiver Talk und proaktive Ansage in die Selbstständigkeit. Also das ist wirklich, es ist heutzutage unglaublich einfach. Vor allem, wenn du dann daran, sag ich mal, ja, hängst, du sagst, hey, ich will Freiheit, ich will mein eigenes Ding machen, ne? Ich will meine eigene Vision kreieren, wo mir keiner dazwischen grätschen kann halt, ne? Ich war immer so ein Typ, ich wollte immer eine eigene Vision bauen. Ja, früher war es die Lego-Steine, meine Kindheit. Dann war es irgendwann in einem Spiel, wenn man mal zocken ist. Ja. Und jetzt ist es im Unternehmertum. Ja, geil. Und das ist halt das entwickelt sich. Es ist einfach nur ein anderer Spielplatz, ein anderer Sandkasten, sag ich jetzt mal. No. Richtig geil. Ja. An wem würdest du sonst noch die Zusammenarbeit empfehlen? An wen ich die Zusammenarbeit empfehlen würde? Also alle, die sich im Bereich kreative Arbeit, im Bereich Social Media, im Bereich Branding, im Bereich, sag ich mal, Skills aufbauen wollen. Ja. Und die wissen absolut insgesamt nicht, wie das alles funktioniert. Dann sind sie richtig bei dir, weil die dann sagen, okay, ja, ich möchte eine Selbstständigkeit starten, aber wie? Und dann sind sie eben richtig bei dir. Ja. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schön was essen und danach 2 oder 3 Cocktails. Oder 10. Sehr geil. Yes. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr jetzt noch hier in diesem Video seid, wenn es zum Thema Social Media Marketing, Branding, Personal Branding geht, einmal bei Eugen melden, einfach eine Nachricht schreiben und der antwortet meistens in 3 Minuten. Und wenn ihr euch selbstständig machen wollt, wenn ihr eine eigene Agentur aufbauen wollt, findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch einen richtig geilen Tag.